Well, Dr. Caligari is a true classic of the silent film genre. We're very happy to be part of this this project to restore, digitize the film and make it available to a wider audience. We believe that this is just part of our responsibility towards the cultural heritage. Das Kabinett des Dr. Caligari ist der wichtigste expressionistische Film des Weimarer Kinos. Das heißt, für das deutsche und das internationale Kino ist es ein Meilenstein der Kinogeschichte insgesamt, weil es kaum einen Film gibt, der das ganze Setting, die ganze Visualisierung in dieser extremen expressionistischen Form gestaltet. Die bisherigen Fassungen von Caligari haben immer noch diesem alten Bild, was man hat, von Stummfilmen entsprochen. Da sind viele Schrammen drin, da ist ganz viel Schmutz drin, der eigentlich wie so ein Schleier über dem Bild liegt. Und man hat dadurch immer so eine Distanz zu dem Geschehen im Bild. Die erste Herausforderung war sicherlich die physische Restaurierung des Negativs, also die Perforationsschäden, die es in einigen Rollen gab, mussten repariert werden. Dann eine weitere Herausforderung war natürlich, die fehlenden Bilder aufzufüllen. Es gibt 67 Einstellungen mit Bildsprüngen, wo wirklich manchmal 20, 30, 40 Bilder fehlen. Und das anzugleichen ist ein sehr aufwendiger Prozess. Wir haben jetzt eine fast fertig restaurierte Fassung und das ist wirklich ein Quantensprung. Wir haben alle Details im Bild, also alle Grauabstufungen sind da, es sind Details in den Gesichtern. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Film nicht mehr diese Anmutung hat, ein alter, angestaubter Film zu sein. Wenn jetzt diese Filme nicht umgestellt werden auf die Digitalisierung, sind sie schlicht und ergreifend nicht mehr sichtbar. Das heißt, das Filmerbe verschwindet aus der Welt. Wenn wir dieses Erbe erhalten wollen, benötigen wir ganz dringend die Mittel der öffentlichen Hand. Privat und über die Stiftung ist das nicht zu finanzieren. Oder man findet Partner wie Bertelsmann, die ganz deutliche Zeichen setzen und sagen, uns ist das Filmerbe und die Filmgeschichte wichtig und deswegen geben wir dafür auch Mittel, um dieses Erbe sichtbar zu halten.